Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein ganz spannendes Video, vor allem für euch. Und zwar von Anleitung für mich und das heißt die 5 sichersten Spicker-Tipps und Tricks. Spickzettel. Ich abonniere natürlich erstmal Anleitung für mich und aktiviere das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen und gebe dem Video einen Daumen nach oben. Und würde sagen, wir kommen einfach direkt zum Video. Let's go! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. In diesem Video zeige ich euch die effektivsten Spicker, wie ihr sicher an bessere Noten kommt, ohne dass euch der Lehrer erwischen wird. Viel Spaß damit! Ich bin zwar nicht mehr in der Schule, aber ist okay. Ich will es trotzdem nutzen. Aus Sicht des Lehrers sieht der Schulplatz vollkommen harmlos aus. Damit es nicht zu auffällig ist, benutze nur 2 bis 3 Sorten von Spickern, denn die meisten Lehrer kennen bereits sehr viele Spicker-Varianten. Da aufmerksame Lehrer auf die Flasche reingehen, Pralinen, ist nicht jeder Spicker aus Sicht des Schülers zu sehen. Ein Labello. Der perfekte Allrounder, der durchsichtige Kugelschreiber. Einfach in Schriftgröße 3 oder 4 einen kleinen Zettel ausdrucken und in einen halbwegs wieso bin ich damals nicht auf diese Idee gekommen? Richtigen Stift rollen. Es passt nicht allzu viel Informationen darauf, aber er ist sehr sicher. Die Flasche ist ein sehr beliebter Spicker, aber mittlerweile auch recht bekannt. Ja. Die Light-Variante, wie hier zu sehen ist, kann schnell vorbereitet werden. Einfach mit Bleistift etwas auf das Etikett schreiben. Bei uns gab es mal einen Dude, der hat so eine Eisteeflasche genommen, hat die bei sich so hingestellt. Die Lehrerin war so, was hast du da? Er so, das ist nur eine Flasche, ich will einfach trinken, es war auch Sommer und so. Sie so, okay. Ist dann zu ihm hintergegangen, er hat die Flasche so verdeckt. Sie hat sich dann diese Flasche genommen, weil sie darf das ja, sie macht ja nichts damit, die schaut sie nur an und hatte Spicker drauf. Direkt eine 6 bekommen. Diesen Spicker gibt es auch in der aufwendigen Variante. Indem du das Etikett einscannst, die Zutatenliste zu deinem Spicker umschreibst und das Etikett aufdruckst und aufklebst. Achte dabei, dass du das richtige Papier verwendest, damit es auch aus kurzer Distanz authentisch wirkt. Ebenfalls ein sehr einfacher Spicker, der immer noch sehr gut funktioniert, wenn der Lehrer nicht hinter deinem Platz gehen kann. Schnell mit der Schere einen Schlitz in den Boden der Tempotüte schneiden und den Spicker dort platzieren. Der nächste Spicker ist... Bei uns gab es solche Lehrer, die bestanden darauf, dass man alles vom Tisch räumt. Kreativ. Schokolade. Nur wenige Lehrer kennen ihn. Ritze mit deiner Zirkelspitze oder einem Zahnstocher die Informationen in Schokolade. Digi, was für Schokolade? Wir durften nicht mal während des Unterrichts essen. Bei einem Test schon gar nicht erst. Diesen Spicker kannst du jederzeit, ohne Aufsehen zu erregen, vernichten. Der Nachteil besteht darin, dass nur sehr wenige Informationen auf die Schokolade passen. Der Labello ist perfekt für Mädchen. Das ist genial. Mit Hilfe von Tesafilm den Spicker an den Labello kleben. Achte beim Öffnen darauf, dass es geräuschlos passiert, da der Lehrer dich sonst anschaut und du auffliegen könntest. Und zu guter Letzt der Klassiker. Nimm ein Stück Karton, zum Beispiel von deiner Rückseite des Blockes, und hefte es mit einer Reißnadel unter den Tisch. So kannst du den Spicker jederzeit aufklappen und wenn der Lehrer kommt, wieder unter den Tisch verschwinden lassen. Diesen Spicker gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber wenige verwenden ihn und somit ist er recht sicher. Es gab auch einige Lehrer bei uns, die waren ganz crazy. Also wirklich, das waren die ganz strengen, doofen Lehrer, die niemand wirklich gemocht hat. Die haben auch unterm Tisch geguckt. Die haben alles betrachtet quasi. Und du konntest einfach nicht spicken. Aber okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.